Und jetzt nach Frankreich, wo die Gelbwesten mit Protesten und Krawallen Präsident Emmanuel Macron mächtig unter Druck gesetzt haben. Heute ein anderes Bild. In Paris gehen Tausende auf die Straße, die gegen die Aktionen der letzten Wochen sind. Optisch leicht zu unterscheiden mit roten Schals und Tüchern statt gelben Westen. Tom Palloch berichtet. Sie singen die Marseillaise und rufen nach Demokratie und Liberté, nach Freiheit. Die Foulard Rouge, die roten Halstücher, wollen der Welt zeigen, dass die Gelbwesten nicht für ganz Frankreich sprechen. Ich verlange vor allem von den Gelbwesten, dass sie Verantwortung übernehmen und jetzt versuchen, ihre Egos beiseite zu schieben, zu debattieren und schlüssige Vorschläge zu finden. Egal, ob man für oder gegen Macron ist, man kann hier sehr wohl dabei sein. Und ich würde sagen, sogar einer von den Gelbwesten könnte dabei sein, solange man für die Freiheit ist und gegen die Gewalt. Und während sie heute Beifall klatschen für die Polizei, blieben gestern bei Protesten der Gelbwesten Zusammenstöße nicht ganz aus. Ein Anführer soll schwer am Auge verletzt worden sein. Und so diskutiert Frankreich auch wieder darüber, ob die Polizei teilweise nicht zu rabiat gegen Gelbwesten vorgeht. Der Großteil der 4000 Pariser Demonstranten machte sich gestern seinem Ärger Luft, blieb aber friedlich. Rund 10.500 waren es bei den Foulard Rouge, weitaus weniger als von den Organisatoren erhofft. Unklar ist, welche Rolle diese Bewegung künftig spielen wird. Während die roten Halstücher noch keine neuen Demonstrationen angekündigt haben, werden die Gelbwesten nächsten Samstag wieder auf die Straße gehen.